Was ist die Grey Zone Warfare? Wir stehen nämlich kurz vor Release und da ist es auch umso wichtiger zu wissen, was das Spiel bietet, was wir erwarten können, wo die Hoffnungen sind, die Träume und wann das Ganze in den Early Access losgeht, Mindestanforderungen und so weiter und so fort. Ich habe letztens ein Video gemacht über die Extraction Loot Shooter 2024. Ich verlinke das Video gerne unten nochmal in der Beschreibung, wer das sehen möchte. Und da ist die Grey Zone Warfare ganz, ganz oben mit dabei. Der Top-Anwärter eigentlich. Zum einen natürlich, weil er jetzt der nächste Titel ist in der Extraction Loot Shooter Serie, der uns erreichen wird, der released wird. Zum anderen aber auch, weil das Potenzial wirklich groß zu sein scheint. Deswegen lass uns doch mal reinschauen, was ist denn eigentlich genau die Grey Zone Warfare? Grey Zone Warfare wird beschrieben als ein Hardcore-Milsim-Extraction-Loot-Shooter in einer Open World. Also genauer gesagt ein PvE-PvP-Spiel in einer immersiven Umgebung. Also eine Umgebung, in der man sich gut reinversetzen kann, der man verschmilzt mit der Umgebung in dieser Open World, soll man dann als Solospieler oder in einem Quad mit bis zu 4 Leuten die persistierende Welt erkunden können. Man bekommt Aufträge, kann Loot sammeln und man kämpft gegen Spieler und KI. Das Ganze wird entwickelt von Madfinger Games und eine Besonderheit ist eben diese persistierende Welt. Das heißt, wir haben hier kein Zeitlimit. Ganz, ganz wichtiger Punkt, da kommen wir nochmal später genauer zu. Kommen wir erstmal zu der Location, wo das Ganze stattfindet. Und zwar geht es um eine Insel in Südostasien. Das Ganze ist sozusagen eine internationale Quarantänezone nach einem mysteriösen Event, was stattgefunden hat. Von Entwicklern wird es als The Event bezeichnet. Die Zivilisten wurden evakuiert und zwar, man sagt, mit Hilfe der Vereinigten Nationen wurden diese ausgeflogen und übrig geblieben sind kriminelle Banden und irgendwelche Diktatoren, die auf der Karte oder auf der Map noch ihr Unwesen treiben. Wir als Spieler sind jetzt Teil einer von 3 PMC-Fraktionen, die auf dieser Insel die Ordnung wiederherstellen sollen. Dabei müssen wir die Insel durchkämmen, erforschen neue Orte und das muss man hier auch wörtlich nehmen, denn erst wenn wir einen Ort mit unseren eigenen Augen gesehen haben, wird diese auch auf der Karte markiert. Das heißt, die Karte wird sozusagen im Laufe der Zeit immer weiter entwickelt, je nachdem, wie weit wir vorankommen. Wir entdecken irgendwelche Geheimnisse und erfahren am Ende mehr von der Geschichte, sammeln wichtige Items und Objekte, während die Story dann entsprechend weitergeführt wird. Und wichtig hier, das Spiel ist sehr storyfokussiert. Die Größe der Open World Map beträgt dabei 42 Quadratkilometer und hier wird sehr oft verglichen, dass man so eine Idee hat. Ich meine, sehr viele Leute, die sich dieses Spiel anschauen werden, werden vorher vielleicht schon Erfahrungen mit Escape from Tarkov gehabt haben, weil es ein ähnliches Spielprinzip wird. Und hier ist die Map Woods relativ groß, das sind die Wälder in Escape from Tarkov. Und man sagt, diese Welt hier ist jetzt 27 mal so groß wie die Karte Woods. So als Vorstellung, also ist schon gewaltig, wenn man jetzt überlegt, dass hier 48 Spieler rumlaufen werden. Kann man sich vorstellen, dass sich das Ganze so ein bisschen verläuft. Aber es kommen natürlich noch KI-Einheiten dazu, und zwar hunderte von KI-Einheiten. Was uns auch noch auf der Map begegnen wird, sind sogenannte Wetter-Events. Also wir werden Regen haben, Tag-Nacht-Wechsel wird irgendwann eingeführt. Nicht bei Early Access, aber später kommt das dazu. Irgendwelche Wetterereignisse, wie zum Beispiel Flutwellen, die geplante Routen zerstören können, sodass wir uns andere Wege suchen müssen, um unsere Ziele zu erreichen. Also da wird noch einiges kommen. Und um auf dieser großen Map kommunizieren zu können, wird es sowas wie Voice-over-IP geben, also ein VoIP-System und on top noch ein Messenger-System. Also wir werden auch in irgendeiner Art und Weise schreiben können, vielleicht nur in der eigenen Fraktion, vielleicht nur mit dem eigenen Quad, vielleicht auf der ganzen Map. Wir werden sehen, wie das funktioniert. Wichtig ist jetzt, dass diese 48 Spieler, die maximal auf einer Map sind, 3 Fraktionen zugehörig sind und das ist gleichmäßig aufgeteilt. Das heißt, es gibt immer 16 Spieler pro Fraktion. Dabei ist das Spielprinzip so aufgebaut, dass die Fraktionen untereinander sich nicht bekämpfen. Das heißt, wir bekämpfen keine Spieler, die einer gleichen Fraktion angehören. Mit anderen Worten, wir haben hier ein Karma-System vorliegen, super geil, das erinnert uns auch hier an Escape from Tarkov, das Guff-System, also wir werden sozusagen bestraft, wenn wir Kollegen erschießen, das heißt PvP ist möglich, Friendly Fire ist natürlich möglich, aber es gibt ein Bestrafungssystem. Jetzt kann man aber, wenn man aus Versehen einen Kollegen niederschießt, um Verzeihung bitten, also auch das wird es geben und der Kollege kann dann entscheiden, okay, es war wirklich ein Versehen, ich verzeihe ihm so, dass der Spieler keine Strafe für den Abschuss bekommt.
Wenn man es dagegen übertreibt und entsprechend Karma-Punkte verliert, kann man irgendwann unter eine gewisse Karma-Grenze fallen und wird dann als Gesetzloser behandelt. Das heißt, man kann ab diesem Zeitpunkt keine Fraktion mehr beitreten. Natürlich kann man sich sein Karma wieder erarbeiten und wieder Teil einer Fraktion werden, aber so ist erstmal dieses Karma-System aufgebaut, was ich ziemlich cool finde. Vor allem, weil es noch viel mehr Dinge ermöglicht, denn durch das Nicht-Schießen auf die anderen Spieler der gleichen Fraktion entstehen natürlich auch Interaktionen mit Spielern. Man kann sich verbünden, man kann gemeinsam mit noch größeren Trupps rausgehen. Nun können wir natürlich Spieler anderer Fraktionen erschießen, aber PvP soll nicht belohnt werden. Das heißt, der Beschuss der anderen Fraktionsmitglieder von feindlichen Fraktionen, wenn man es überhaupt als feindlich bezeichnen möchte, dieser Beschuss und Abschuss gibt kein XP. Also das Spiel setzt keinen Fokus auf den PvP. On top gibt es auch keine PvP-Missionen. Das heißt, wir werden nicht wie in anderen Spielen die Mission haben, töte 3 PMCs mit der und der Waffe oder erschieße die und die oder töte die und die Gegner und nimm ihre Waffen mit raus. Solche PvP-orientierten Missionen soll es tatsächlich gar nicht geben. Das bedeutet, als Spieler kann man den PvP-Aspekt komplett umgehen. Auf der anderen Seite soll es aber die Möglichkeit geben, Gebiete zu kontrollieren. Das heißt, Gebiete können in Zukunft Fraktionen zugehörig sein, sodass es Gebietskämpfe, Fraktionskämpfe gibt, Eroberungskämpfe, vielleicht kleine Schlachten und Kriege. Sehr, sehr interessant. Das werden wir aber noch nicht im Early Access bekommen, sondern erst später im Release. Und wem das jetzt alles immer noch zu viel PvP ist, was ich ehrlich gesagt kaum noch verstehe, weil es ist anscheinend wirklich gut gelöst mit diesem Karma-System. Aber wem das noch zu viel ist, für den gibt es tatsächlich noch reine PvE-Server, auf denen PvP gar nicht möglich sein wird. Ich selber sehe das sehr kritisch, weil dadurch die Spielerschaft getrennt wird, bin ich ehrlich gesagt gar kein Fan von. Und Leute, die auf den PvE-Server gehen, werden natürlich viele Aspekte des normalen Servers nicht mehr mitbekommen, was das Karma-System und so weiter angeht. Das sehe ich ein bisschen problematisch, weil dadurch natürlich ein Großteil der Spielqualität verloren geht. Auf der anderen Seite kann ich es auch sehr gut nachvollziehen, weil der Ruf nach reinem PvE ja immer lauter wird bei vielen Leuten und diese Leute werden auf jeden Fall die Möglichkeit haben. Außerdem auch Leute, die PvP interessiert sind, werden hier vielleicht die Möglichkeit haben, nochmal anders zu spielen, vielleicht nochmal solch fokussierter vorzugehen, während sie auf dem PvP-Server dann einen anderen Spielstil an den Tag legen. Ich rede von Early Access, wir kommen gleich dazu, wann das soweit sein wird, aber was wir auch noch für Early Access wissen, ist, dass 8 Waffen bei Early Access verfügbar sein werden. 8 Waffen klingt jetzt nicht so viel, die sind aber wie alle zukünftigen Waffen, die da kommen werden, auch komplett modifizierbar. Man kann sie modden und anpassen, je nachdem für welche Situation man sie benötigt. Und ich glaube, für den Early Access, wir reden hier im Grunde genommen von einer sehr, sehr frühen Alpha-Version, ist es absolut okay. Was dagegen bei Early Access schon direkt mit dabei sein soll, ist das komplexe Heilungssystem. Und hier ist es so, dass die Entwickler sagen, dass der menschliche Körper realistisch wiedergegeben werden soll. Das heißt, wir haben ja zum Beispiel nicht wie in Tarkov, welches ja auch durchaus ein sehr, sehr realistisches Spiel bereits ist, keine Trefferzonen. Das heißt, wir haben nicht Unterteilung in Arm, Brust, Kopf und so weiter und entsprechende Hitpunkte, Blutungen, die nur einen Arm betreffen und der Arm geht auf 0 HP und danach kann der Arm eben nicht mehr so stark benutzt werden, was ja eine sehr gute Mechanik ist. Aber diese Mechanik wird hier nochmal on top getrieben. Und zwar gibt es hier sozusagen das Blutsystem. Also wenn eine Kugel eine Arterie trifft beispielsweise, dann leidet der Spieler an Blutverlust. Und ein zu hoher Blutverlust würde dann insgesamt sozusagen zum Ohnmachtzustand irgendwann führen. Spieler können Fähigkeiten erlernen, um medizinische Eingriffe durchzuführen. Am Anfang kann man eben einfache Eingriffe durchführen, zum Beispiel einen Verband anlegen. Dagegen zum Beispiel diesen Blutverlust in den Griff zu kriegen, erfordert schon mehr Fähigkeiten. Und komplexe Eingriffe durchzuführen können wirklich nur Spieler, die auch ihre medizinischen Skill weit gelevelt haben. Und da kommen wir auch nochmal zu einem sehr interessanten Punkt. Denn das Leveln erfolgt nicht über die Zeit. Man kann sich das nicht einfach ergrinden, wie bei anderen Spielen, wo man einfach viel Spielzeit investiert und dann entsprechend einen hohen Level in den einzelnen Fähigkeiten hat. Sondern hier ist es so, dass man diese Fähigkeiten speziell erlernen muss. Das heißt, man geht gezielt auf so eine Fähigkeit und versucht da die Herausforderungen zu beherrschen, um diese Skills dann zukünftig anwenden zu können. Was wahrscheinlich auch dazu führen wird, dass verschiedene Leute auf verschiedene Skills sich fokussieren werden, wenn vielleicht einige haben, die eher, was weiß ich, Bomben entschärfen können, die anderen sind gute Mediziner, der andere ist ein guter Scharfschütze. Also dass möglicherweise so eine Art Spezialisierung stattfinden wird in diesen Untertrupps.
Um jetzt schnelleren Progress zu machen, soll man die Story spielen. Also das soll wohl den höchsten Progress geben und dafür gibt es eben Missionen. Und da kommen zu Early Access unglaublich, also es ist wirklich viel, also wirklich viel für einen Early Access, 150 Missionen. Das ist jede Menge. Wir reden hier von Hauptmissionen und Nebenmissionen. Dabei werden diese Missionen teilweise von Händlern übergeben, ähnlich wie in Tarkov auch, wird es verschiedene Händler geben, bei denen man eben die Story fortführt, Questgegenstände abgeben kann, Aufträge, also Missionen wie zum Beispiel Auftragsmorde annehmen kann, man muss irgendwelche Dokumente finden, abgeben. Das folgt zuallererst über die Händler, die am Anfang wohl erst im Menü ansprechbar sind und später möglicherweise auch in-game anzufinden sind. Während der Spieler also mehr Erfahrung sammelt und die Story weiter erkundet, es ist so, dass der Spieler auch bessere Ausrüstung bekommt. Er schaltet die Händler sozusagen über zwei Schienen frei. Es gibt einmal das Reputationssystem und das Karma-System. Über das Karma-System haben wir vorhin schon gesprochen. Das Reputationssystem sorgt dafür, dass man eben eine höhere Anerkennungsstufe hat bei dem Händler und der Händler dann Zugriff gewährt zu besserer Ausrüstung. Man erkundet die Open World, also die Map, die man immer bei sich trägt, wird immer erweitert, je nachdem, man macht sozusagen eigene Eintragungen, die automatisch erfolgen. Sobald man einen neuen Ort entdeckt, wird dieser eben in der Karte auf der Karte hinterlegt. Man levelt seine Skills, macht Herausforderungen und so weiter. Mit anderen Worten, es gibt ein sehr, sehr gutes Progressionssystem, sodass man eben langfristig damit beschäftigt ist, jede Runde für Runde für Runde besser zu werden, was immer eine sehr, sehr gute Motivation ist. Was jetzt die Extraktion an sich angeht, ist es so, dass auf der Karte LZ-Markierungen vorhanden sind, die haben wir bereits gesehen, also Landungszonen markieren sozusagen den Landeplatz für Hubschrauber, die man dann rufen kann, um dann entsprechend ausgeflogen zu werden. Jetzt ist aber auch so, wir haben eine persistierende Welt, hatte ich vorhin angesprochen. Das bedeutet, wir haben keine endliche Rundenzeit, wie zum Beispiel in Escape from Tarkov, wo man 40 Minuten Zeit hat, um eine Map zu erkunden und dann entsprechend rauszugehen. Oder wie in der DMZ, wo man entsprechend auch ein Zeitlimit hat, bis man extrahieren muss, ansonsten droht der Tod. Hier ist es so, dass die Welt persistierend ist, das heißt, wir können stundenlang, vielleicht sogar tagelang auf diese Map verweilen. Wir kennen so ein System bereits aus The Cycle Frontier. Wer sich an dieses Spiel erinnert, war auch ein Extraction Loot Shooter, ein großartiges Spiel übrigens. Und hier war es so, dass ein Zyklus 8 Stunden betrug. Das heißt, man konnte in dem Fall zum Beispiel maximal 8 Stunden auf der Welt sein. Ist man auf eine Welt gekommen, die bereits 4 Stunden gelaufen ist, konnte man also weiterhin noch maximal 4 Stunden auf der Welt bleiben. Mal sehen, wie das Grayzone Warfare löst, auch das Loot nachgefüllt wird. Worauf hinaus will es, dadurch, dass eben die Welt endlos ist, muss man nicht ausgeflogen werden. Man kann auch laufen, man kann sich durch den Dschungel kämpfen. Wenn man genug Medizin, Trinken und Essen dabei hat, kann man sich eben auf einen Fußmarsch begeben und die Welt zu Fuß erkunden. Und hier sagen die Entwickler, dass gerade diese Fußmärsche große Vorteile bringen, weil man dadurch natürlich Bereiche entdeckt, die man mit dem Hubschrauber so nicht entdecken würde. Man kann Nebenmissionen freischalten und auch Items entdecken, die man sonst niemals finden würde. Jetzt ist es natürlich so, je länger wir auf der Map sind, desto höher wird das Risiko, durch irgendwas zu sterben. Sei es durch einen Mückenstich, Malaria oder was weiß ich, was da alles auf uns zukommen wird. Jedenfalls, der Tod ist natürlich überall und damit steigt das Risiko, je länger wir auf dieser Map sind, dass wir unsere Sachen, die wir gefunden haben, nicht rausbringen können. Gute Nachricht, es scheint einen Secure-Container zu geben. DMZ hatte das beispielsweise nicht, also wenn man da gestorben ist, war alles weg. In Escape from Tarkov dagegen gibt es so einen Secure-Container. Das bedeutet, selbst nach Tod bleiben die Items erhalten, die in diesem Container sind. Und sowas gibt es hier auch. Und was noch on top kommt, ganz, ganz wichtig, ist das Handelssystem. Also, als Beispiel, Escape from Tarkov hat hier den Flea Market, das heißt Items, die wir finden und nicht benötigen oder einfach verkaufen wollen, können andere Spieler verkaufen. DMZ dagegen hat das zum Beispiel nicht, das heißt, der Loot ist nur für einen selbst und kann selber verwendet werden. Jetzt geht Grayzone Warfare sozusagen einen Mittelweg. Es wird ein Handelssystem geben. Wir wissen noch nicht genau, wie es aufgebaut wird, aber es soll lokal sein. So viel haben sie bereits gesagt. Das heißt, es scheint so zu sein, dass eine neutrale Zone irgendwo auf der Map zu finden sein wird. Vielleicht ist es auch ein separater Ort, das wissen wir nicht. Und in dieser neutralen Zone kann man den Loot handeln. Das heißt, hier können wir anderen Spielern unseren Loot übergeben, möglicherweise verkaufen, möglicherweise ist es auch ein globaler Verkauf, dass wir nur lokal unsere Items abgeben können. Das wissen wir noch gar nicht, aber schon mal sehr, 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 sehr gut meiner Meinung nach, dass es irgendeine Art von Handelssystem gibt. Problem
ist natürlich, solche Handelssysteme führen allgemein immer zu Problemen. Wir reden nun mal von dem Cheater-Problem und so weiter. Ich möchte gar nicht jetzt an dieser Stelle zu weit darauf eingehen, aber es birgt natürlich ein riesengroßes Risiko, so ein Handelssystem, in vielerlei Hinsicht. Deswegen mutiger Schritt, das einzuführen, und sie scheinen ihren eigenen Weg zu gehen mit diesem System. Der letzte Punkt ist ein etwas schwieriger Punkt. Einige lieben es, einige hassen es, und zwar geht es um den Vibe. Jeder Extraction-Loot-Shooter hat irgendeine Art von Vibe-System. Und Greyzone Warfare hat bereits gesagt, dass sie alle 6 Monate vipen. Das heißt, es ist ein System genauso wie in Escape from Tarkov, wo nach 6 Monaten sozusagen der Server auf 0 zurückgesetzt wird, der Spielerprogress wird zurückgesetzt, die Items werden zurückgesetzt und so weiter. Vielleicht machen sie keinen Full Vipe, das könnte natürlich auch noch sein, dass sie zum Beispiel sagen, okay, wir setzen nur die Missionen wieder auf 0, dass sie die machen müssen, dass sie sozusagen die neuen Missionen, die nach einem Vipe dazukommen, die Geschichte wird erweitert, wieder neu angehen könnt. Es ermöglicht natürlich den neuen Spielern einen viel leichteren Einstieg, also in eine Welt reinzukommen, in der Spieler schon seit 3 Monaten kämpfen und schon sehr, sehr fortgeschritten sind mit ihren Items, in ihren Waffensystemen. Da wird es für Neulinge immer schwer, und das ist sozusagen eine großartige Möglichkeit, durch einen Vibe zu sagen, okay, bei einem Vibe haben wir alle gleiche Chancen, alle fangen wieder bei Null an, es ist auf jeden Fall fair. Die alten Hasen haben keine Nachteile, weil sie durch ihre Erfahrung von dem vorhergehenden Vibe viel schneller ihren Progress durchführen können. Sie können auch anders vorgehen, zum Beispiel die Story anders begehen. Es scheint mehrere Möglichkeiten zu geben, durch die Story zu gehen, aber auch seinen Charakter zu leveln. Ich war letzten Vibe zum Beispiel Medic, nächsten Vibe möchte ich in die Scharfschützensparte gehen und da mal reinschnuppern und vielleicht mich darauf fokussieren. Es bietet also viele Möglichkeiten, auch viele Dinge auszuprobieren. Auf dem Weg dann in den neuen Vibe mit den neuen Inhalten. Also so ein Vibe, ich weiß, das ist ein kritischer Punkt, aber sie planen es anscheinend für eine längere Zeit, und das spricht natürlich auch nochmal für eine Langzeitmotivation, so wie in Tarkov, wo sie alle 6 Monate wieder Wellen an Wellen neuer Spiele haben. Also ich persönlich finde diese Lösung super. Wann geht das Ganze jetzt los? Und zwar heißt es, dass der Early Access Release in Q1 erfolgen soll, das heißt bis Ende März. Also wir sollten vor dem 1. April sozusagen, ich hoffe, das ist kein April-Scherz, noch den Early Access haben. Jetzt ist es so, dass ein Playtest in der Schwebe ist. Die Entwickler haben immer wieder von einem Spieltest gesprochen. Wir wissen nicht, wie wir da reinkommen, ob das nur für Content Creator ist, ob man einem Content Creator Programm sein muss oder ob da auch andere Leute mit reinkommen können. Auf dem Discord kann man vielleicht sich anmelden oder bekommt da Einladungen. Das wissen wir momentan noch nicht so ganz konkret. Jedenfalls ist es so, dass dieser Playtest möglicherweise entscheidend ist für den Early Access Release. Also wenn da alles gut geht, kann ich mir vorstellen, dass dieser Early Access relativ zügig im März kommt. Wenn da Probleme offenbar werden, die wirklich wichtig sind, vor dem Early Access gelöst zu werden, dann stelle ich mir den Early Access eher Ende März vor. Und im schlimmsten Fall ist natürlich eine Verschiebung auch nicht ausgeschlossen, dass wir es nicht in Q1 schaffen. Bisher gab es aber keine einzige Aussage, wo Q1 sozusagen widerrufen wurde. Also bisher gehen wir immer noch für einen Early Access Ende Q1 aus. Und was bereits gesagt wurde, ist, dass dieser Early Access für eine lange Zeit geplant ist. Das heißt, es ist nicht so Early Access März und dann vielleicht Release das Spiel im, Juni, Juli, sondern wir reden hier für eine jahrelange Entwicklung. Also wir können uns auf ein Spiel einstellen, welches sehr, sehr viel Inhalt über langen Zeitraum bekommt, und der Early Access wird wahrscheinlich mehrere Jahre andauern. Das heißt, wir werden so eine Aussicht haben, vielleicht wie in Escape from Tarkov, wo sehr, sehr viele Inhalte immer wieder nachgereicht werden, bis es dann irgendwann in den Full Release geht. Die Mindestanforderung bei dem Spiel ist eine RTX 2070, sagen sie. Jetzt machen sich schon einige Leute Sorgen. Ich verstehe es auch. Ja, verdammt, meine Karte reicht nicht mehr. Andere Leute sagen aber, holy shit, die Karte ist doch schon 6 Jahre alt. Da kann man noch mal langsam über ein Upgrade nachdenken. Jedenfalls bin ich mir ziemlich sicher, dass auch Karten, die schlechter sind, auf jeden Fall laufen werden. Natürlich werden wir dann wahrscheinlich schlechtere Performance haben, und FPS-Einbrüche sind dann wahrscheinlicher. Deswegen die 2070 als Mindestanforderung, so als Richtwert auf jeden Fall. Was Konsolen-Release angeht, haben es auch bereits gesagt, können sie sich auf jeden Fall vorstellen, aber jetzt erstmal Schritt für Schritt, erstmal den PC-Release abwarten, mal gucken, wie es bei den Spielern ankommt, wie gut das Ganze wird, und dann reden wir über den nächsten Schritt. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, drücke die Daumen, dass es was Gutes wird, und verabschiede mich bis dahin, sage hasta luego und hasta la vista, ciao, 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 ciao.